Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystro Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Weiter geht es mit einer neuen actionreichen Folge Spider-Man 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Stissel bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Lizardos, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel natürlich immer noch am Start. Ihr könnt Spider-Man für die PlayStation 5 gewinnen, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Moment, Sie sollten nicht... Sie sollten nicht... Kennst du diese Bestie? Er heißt Kurt Connors. Er ist ein guter Mensch. Es gibt keine guten Menschen. Nur gute Beute. Sorry, sind spät dran. Seid ihr zwei okay? Jetzt ja. Es gibt ein Labor. Im Atrium. Vielleicht gibt's da eine Probe des Serums. Mir bleibt nicht viel Zeit. Wir verschaffen ihm welche. Den Hügel rauf! Das Glasgebäude! Bitte, schnell! Wir machen den Weg frei! Haltet durch! Keine Sorge, Doc! Wir bringen Sie zum Labor! Ein Bitte verwandeln Sie sich nicht! Heute wird hier nicht rumverwandelt. Obwohl wir das ja eigentlich alle sehen wollen, ne? Eindeutig lebensmüde. Erst Tombstone, jetzt Lizard. Sie machen wohl nur die Drecksarbeit für Ihren Boss. Die müssen ein dickes Gehalt kriegen. Wer macht jetzt unangebrachte Witze? Du lernst schnell! Wer ballert denn hier noch rum? Ach, da oben geht's weiter. Wow, Vorsicht. Irgendwo hier ist wieder so ein Köter, der alles weg stört. Ist so gut. Gadgets. MJ, geht weiter, aber vorsichtig. Dogu ist down. Holt ihn runter. Holt mich nicht runter. Immer diese Runterholarbeiten hier. Oh, was war denn das für ein Selbstmördervieh? Sie haben sogar ihre Haustiere mitgebracht. Jungs, er sieht nicht gut aus. Bam. Ich spüre es. Bitte. Wir sind fast da, Doc. Schön tief atmen. Ich beeil mich wirklich. Ich gebe Vollgas. Okay. Ich schieße. Ich schieße. Sehr höflich, uns darauf hinzuweisen, dass du gleich in den Angriff übergehst. Autsch! Holt mich raus! Nope. Du wirst kleben. Und zwar am Boden. Du kleiner Schlawiner, du. Was ist da drüben? Ach, das sind die Hunde, die geladen werden. Ach, hier ist noch eine. Ich habe mich nämlich eben gerade gefragt, wo soll denn hier noch einer sein? Geschafft! Los, weiter! Denn es kommt ja eigentlich immer diese Slow-Mo, die wir da gerade gesehen haben. What is going on? Guck, guck. Schönes Tag-Team. Schnapp ihn dir. Oh, Doppelbird. Geht's euch beiden gut? Erstmal? Nicht gut. Wir müssen die Typen schnell loswerden. Beeilung! Oh nein, nein, nein. So viele Vögelchen. Ihr werdet den Meister nicht den Abend ruinieren. Der Meister, Alter. Also echt.
Was hat er denn gegen eine überraschende Wendung? Wenn euer Boss so toll ist, warum kämpft er dann nicht gegen uns? Ihr seid seine Zeit nicht wert. Ach, aber die Äxte schon. Die haben echt kein Selbstwertgefühl. MJ, wie sieht es aus? Lenkt sie einfach weiter ab. Wir lassen nicht zu, dass die ihnen was antun. Alles wird gut. Bitte. Ich kann das nicht nochmal. Spider-Man! Tut mir leid, aber wir müssen los. Käfige. An die Arbeit, wir geben euch Deckung. Das, damit kann ich ein Gegenmittel machen. Er ist hier. Tut mir leid. MJ! Nein! Nicht so giftig, wie alle sagen. Mittelträchtig. Sieh es mal so. Das wird deine bisher coolste Narbe. Ja. MJ. Ich glaube, ich... Atme ich. Oh, Mann. Ich bring dich um. Harry! Ja, tu das. Achtung! Ja! Ich weiß. Alles wird gut. Komm schon. Auf jeden Fall nicht rausziehen. Nicht sehen. Da kommt jetzt Venom, um ihn zu retten. Ein Schritt nach dem anderen. Komm schon. Tut mir leid, dass ich die Zeit hatte. Ich. Siehst du, wir sind fast. Heath, sprich mit mir. Fast geschafft. Halt durch. Halt durch. Bitte. Komm schon. Steh auf. Das ist doch nichts. Weißt du, noch in der 5. Klasse als... Nein. Du musst wach bleiben, Kumpel. Was ist passiert? Ey,
Ich weiß es nicht. MJ, bring ihn hier weg. Ich erledige das. Alles klar. Alter, was für eine heftige Folge. Okay, ich habe den Symbiontenhieb. Oh, fühlt sich das gut an? Oh oh. Unser Held ist hier. Er lebt noch? Euer Boss muss wohl besser zielen. Er klingt auch richtig böse, ne? Du bist genau das, was Kraven gesucht hat. Dann tut er mir wirklich leid. Aber Kraven ist auch voll das Monster, ne? Auch körperlich. Alter. Wer so aber eine Prügelei abbekommt, ne? Der tot. Oder zumindest frei. Krankenhausfrei. Uff. MJ, ich bin unterwegs. Was bist du? Verfolgt Lizard. Die Spinne gehört mir. Entspannt euch. Mir geht's gut. Vielleicht etwas Wasser. Wasser, hol ich. Der Anzug heilt also deine... Ja. Das heißt, ohne ihn bist du... Ja. Okay. Wir müssen das Ding wieder an Harry kriegen. Wie hast du ihn mir gegeben? Ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Okay. Ich versuch's mal. Oh. Pete, du hast da etwas im... Was ist... Okay, nicht was ich... Was zum... Bist du okay? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Komm schon. Komm schon. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir müssen Dr. Connors finden. Leider. Ist er zurzeit ein sabberndes Reptil? Kraven! Das Serum! Er trug es am Hals. Das hat er bei Dr. Connors benutzt. Wenn wir das Serum finden, könnten wir es analysieren und mit der Ausrüstung hier ein Gegenmittel herstellen. Und Dr. Connors aus Lizardland zurückholen. Ich hefte mich mal an Cravens Fersen. Er ist bestimmt längst weg aus diesem Zoo. Tja, zu unserem Glück hat er was zurückgelassen. Jetzt bin ich Venom Spider-Man. Und klar, Venom will nicht zurück zum kleinen, schwächlichen Harry. In Little Odessa gibt es ein Pfandhaus, das sich auf Seltenheiten spezialisiert wie das Messer. Fangen wir dort an. Gute Idee! Das Schräge ist, ich fühle mich lebendiger. So geht, ging es mir auch. Wie funktioniert das Teil? Ganz ehrlich, ich kann es nicht erklären. Ich denke, und der Anzug hört. Okay, vielleicht hilft der Kraven uns ein Serum zu finden. Aber lass dich nicht wieder abstechen, okay? Ich gebe mein Bestes. Ich pass auf. Versprochen.
Naja, mit dem Anzug ist er eh quasi unsterblich erstmal, ne? Solange Venom lebt und intakt ist, heilt er halt alles weg. Warte, was ist das? Wirkt mysteriös. Oh, er kann auch zu Mysterion? Sehr interessant. Das ist ja interesting. Okay, da hinten ist dieses Pfandhaus. Ich dachte immer, das wäre so ein Miles-Ding. Und nix für beide. Oh, hier will ich noch hin. Das ziehen wir noch durch, oder? Wie viele fehlen uns denn noch hier von den... Oh, Fertigkeiten habe ich auch wieder neues. 2 Punkte. Okay, jetzt habe ich den Symbiontenzweig, logischerweise. Geil! Aber Anzüge kann ich jetzt nicht durchwechseln, ne? Ich muss jetzt... Ah doch, er kann. Noch ein bisschen den hier. Hat Miles irgendwas Neues? Jo, der hier ist neu. Kostet nur ein paar läppische Stadtmarken. Miles hier mit seinem Street-Look. Venom Noir. Oh. Sie haben bestimmt schon gehört, dass McGargan, Scorpion genannt, tot aufgefunden wurde. Sein Stachel wurde wie eine Trophäe entfernt. Wir können nur vermuten, dass die Jäger dafür verantwortlich sind. Tun Sie, was die nichtsnutzigen Spider-Man nicht tun. Und schalten diese Gefahren aus? Oder zieht Spider-Man endlich andere Seiten auf? Ich sage Ihnen, sollen Sie sich doch gegenseitig umbringen. Sie machen die Welt nicht zu einem besseren Ort. Und je weniger maskierte Missetäter auf unseren Straßen herumlaufen, desto besser. Wenn sie erstmal weg sind, stehen uns wieder ruhigere Zeiten bevor. Wäre das nicht herrlich? Ich sehne mich nach normalen Nachrichten. Ich will wieder über die zusammenbrechende Wirtschaft und die verdorbene Jugend sprechen, statt über Clowns in Turnanzügen, die das Leben normaler Bürger zu einem echten Albtraum machen. Ach, eines Tages, eines Tages. Ach komm, du lebst doch davon. Das ist genauso, wie sich Leute beschweren. Oh, ich hoffe, wir werden kein Beef mehr haben und irgendwelche doofen YouTuber, die irgendwelche doofen Aussagen machen. Weil dann muss ich wieder ganz viel Content über die machen. Ich hab's ja so schwer. Ach Gott, ich verdiene mich damit reich und dumm und dämlich, indem ich einfach nur über irgendeinen Typen, der irgendwas Dummes gesagt hat, ein bisschen herziehe. Ach, Leute, ich quäl mich dafür euch durch. Diese Einbrecher sind gleich drin. Ich muss sie aufhalten. Brichst du jetzt ein? Genau so ist er. Wenn die Spinne nicht mehr da wäre, komm, wäre doch langweilig. Ich verhindere nur euren brillanten Plan. Die Jugend. Juckt doch niemanden. Bam, Venom-Fähigkeiten. Boah, wie das aussieht, ne? Denk deshalb bitte nicht schlecht von New York. Es ist eine tolle Stadt, wenn man sie nicht gerade bestiehlt. New York? Also Spider-Mans New York? Oh, Moment, da war noch eine Truhe. Ganz vergessen, die jetzt mitzunehmen. Spider-Mans New York ist keine tolle Stadt. Nein, das ist... vielleicht, wenn man ein Superheld ist. Dann vielleicht, weil man da viel zu tun hat und garantiert nie Langeweile hat. Aber so als normaler Bürger? Wenn dann Rhino... Was ist eigentlich mit Rhino? Stimmt. Der war ja in Miles Morales und auch in regulären Spider-Man hat man ja auch. Bei den Sinister Six am Ende stand er auch mit dabei. Der ist ja auch einer von denen. Und Rhino ist schon ein ganz schöner Brocken, aber zu dem haben wir gar nichts gehört. Nur Geier, Schocker und Elektroman. So, wo muss ich denn da hoch? Hier drüben. Batman. So, ihr Sanddödel. Wie viele? Denn noch bitte! Boom. Kabusch. Was willst du beschützen? Wow. Wow. Ihr seid ja geil drauf. So, den hier noch wegbrutzeln. Autsch.
Abflug! Du bist der Letzte, ha? Huh? Da ist noch irgendwo jemand. Da oben. Wo ist er hin? Zurück zum planmäßigen Programm. Weiter jetzt mit dem Sandkristall. Der ist einfach so verschwunden, der ist einfach so gedespawnt. Enttäuschend. Absolut enttäuschend, Kumpel. Ich fange an zu schreien und verliere die Fassung. Wenn sie dir etwas angetan haben, ich spüre, wie der Sand die Kontrolle übernimmt. Und dann schütten sie irgendeine Chemikalie auf mich. Ich weiß nicht, was es ist. Aber ich gebe mein Bestes, wach zu bleiben. Ich verliere das Bewusstsein. Und dann sehe ich schwarz. Muss starkes Zeug gewesen sein, wenn es Sandman umhaut. Aber was ist mit Kimia? MJ, irgendwelche Informations zu der ganzen Story hier? Ein Waffenhandel. Nicht gut. Ein Waffenhandel? Das mag ich gar nicht. Ihr habt hoffentlich eine Quittung. Hier wird richtig reingefetzt, Jungs. Alter, Spudermann, der haut aber auch drauf mittlerweile. Alright. Bam. Autsch. Gibt ja mir mit seinem Baseballschläger. Abflug. Seht ihr? So ist das bei Geschäftsabschlüssen. Niemand rechnet mit Spinnen. Ja, niemand rechnet in der Wirtschaft mit Spinnen. So ist das eben nun mal. So, Friend Dozers, das war wieder eine Wahnsinnsfolge. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Harry steht auf der Kippe, denn ohne Venom kein Harry. Bewerten, kommentieren, beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Auf Wiedersehen und tschüss.